Ich befinde mich auf dem absteigenden Ast. Liebe Zocker und YouTuber, willkommen zu KSP. Ja, im Spiel natürlich, nicht im echten Leben, da vielleicht auch, aber hauptsächlich im Spiel. Sprich, wir sind im Landeanflug auf Gilly. So, da Gilly ja so gar keine Gravitation hat, können wir da eigentlich noch ein bisschen Gas geben. Also in Richtung Boden. Etwas, was man tunlichst vermeiden sollte bei jedem anderen Himmelskörper. Aber bei Gilly kann man mal in Richtung Flugbahn noch mal ein bisschen Schub geben. Warte mal, wir machen das mal ganz anders. Ja, geh mal wirklich runter hier. So. Welche Oberflächenentfernung haben wir denn? 5 Kilometer. Ja, da kann man mal noch. Hör auf. Dahin sollst du Schub geben. So. Und jetzt frage ich mich. Corona! Juhu! Haben wir jetzt auf jeden Fall. Ja, wir haben auf jeden Fall einen. So, jetzt Retrograd ausrichten. Wir haben auf jeden Fall einen Flug in Richtung Boden. Das letzte Mal, als ich Schub. Nee, das war nicht das letzte Mal. Aber ich kann mich noch gut erinnern, als ich Schub in Richtung Gilly gegeben habe, da war das keine gute Idee. Aber diesmal wird alles gut gehen. Gilly hat auch schon wieder Flackereinheiten. So, haben wir schon irgendwo einen Schatten? Wo ist denn die Sonne? Die ist da, das heißt, mein Schatten müsste da irgendwo sein. Aber wir haben ja noch eine gute Entfernung zur Oberfläche. 27 Meter die Sekunde müsste ich in 0, nix weggebrannt haben. Das Einzige, was mir Sorgen macht, ist halt die... ob das Ding stehen bleibt. Wenn ich das Ding auf die Atomtriebwerke stelle, weil es ist ja nun nicht sonderlich standfest, denke ich mal. Groß und lang. Ich stotter gerade so vor mich hin, weil ich den doofen Schatten nicht sehe, aber ich glaube, wir sind einfach noch zu hoch. Weil das wäre ja schade, es wäre wirklich schade um die 600 Delta V, die ich hier noch habe. Und was auch spannend wird... Oh, warte mal, ob wir jetzt in der Nähe von Gilly sind, ob wir jetzt, ich guck mal kurz nach, Grubericht, sind wir schon in der Nähe von Gilly? Wir sind immer noch hoch über Gilly, ja, 3 Kilometer über der Oberfläche. Welche Geschwindigkeit haben wir? Fast 30 Meter die Sekunde. Es sieht so langsam aus, aber 30 Meter pro Sekunde ist natürlich trotzdem schon, ne? 30 Meter pro Sekunde ist so 120 oder so. 110, 120. Ich glaube, da ist unser Schatten. Ja, das ist er. So, wir haben also gute Autobahngeschwindigkeit. Na, eigentlich so. So LKW-Autobahngeschwindigkeit. Naja, Wohnwagen. Familienausflug, Autobahngeschwindigkeit, sowas haben wir. Oh, noch 2 Kilometer. Das müsste aushalten. Sind wir jetzt über... In der Nähe. Jetzt sind wir tatsächlich in der Nähe. Das können wir eigentlich mal senden. So, in der Nähe von Gilly haben wir. Das müsste dann auch in der Nähe sein. Jetzt macht er hier irgendwelche... Das ist ja unglaublich. In der Nähe von Gilly. Jetzt macht er hier irgendwelche Untersuchungen. Komm, mach jetzt hier. Keep. In der Nähe von Gilly. Wo ist es? Da. In der Nähe von Gilly. Muss ich schon bremsen? Bestimmt. Muss ich schon bremsen? Nein, es geht noch. Hier, schnell. Darauf dürfen wir nicht landen. Ja, komm. Ja, keep. Was ich jetzt nicht machen werde, ist aussteigen. Das könnte er knicken. So, haben wir jetzt alles. Wir haben die zwei Dinger, wir haben die zwei Dinger, wir haben das. Ist okay, wir haben das. Ist gut, ist gut, ist gut. Wir haben das und das. Das ist alles noch nicht. Okay, das Einzige, was uns noch fehlt, ist IBA. Hoch über Gilly. Was sagt er? Ach so, automatisch speichern, ja, von mir aus.
Es sieht so langsam aus. Es sieht so langsam aus, aber wenn man sich dann dem Boden nähert, kachelt man dann doch mit ordentlich Schmackes ran. Das sieht so überhaupt nicht danach aus. Warte mal, Umlaufbahn, Oberfläche, so. Oh, Steinchen. Schön. Warum sind da so viele Steine? Ich brauche einen freien Landeplatz. Das ist so der Armstrong-Moment. Der Armstrong-Moment. Oh, wir haben Steine, wir müssen nochmal Gas geben. Auch mal ein bisschen bremsen. Warum werden wir denn so einmal langsamer? Ne, wir werden nicht langsamer. Das war nur, weil ich umgeschaltet habe von... Jetzt haben wir schon merklich Schmackes drauf, ne? Wollen wir mal bremsen? Ich würde mal sagen, ja. So, jetzt halt die Kiste mal an hier. Zeitlupe. Schön mit Eve da im Hintergrund. Welche Höhe haben wir? 160, das ist gut. Er hat so überhaupt keine Schwerkraft. Die ist so gar nicht vorhanden. Das Ding ist nichts weiter als ein großer Tischtennisball. Nicht auf den Steinen hier, Mensch. Wer hat denn die hier alle fabriziert? So, da... Ja, von mir aus. Ich habe auch so den Eindruck... Ab wo wird denn der Abstand gemessen? Ab hier oder ab hier? So, richtig mal... Geht nicht. Okay, cool. Muss ich per Hand machen? Wie er erstmal abprallt. So. Wie er erstmal... Also was ich nicht machen darf, ist jetzt einfach wegschalten. Das sieht so blöd aus. Ich stehe... das ist nicht so sonderlich fürchtig. Mann. Okay, vielleicht hätte ich doch... Vielleicht sollten wir doch... Warte mal, wie viel haben wir denn noch, Delta V? 1000, 2400, das müsste reichen, oder? Das ist halt... Das Ding steht halt so überhaupt gar nicht... Aber doch, irgendwie steht er. Ich glaube, irgendwie bewegt er sich halt nicht mehr. So, warte mal, was wir hier ganz kurz machen, ist ein Crewbericht. Schick den mal ab, bitte. Oh, danke. Jetzt müssten wir aussteigen und... Ich mach das mal, das wird spannend. Bob. Iva. Iva-Bericht, komm. Hier. Das ist im Binnenland und wir machen auch mal IWA-Forschung. Ich weiß nicht, ob er das... Ja, da muss er erstmal loslassen. Okay. Wir machen das hier. Piep. Und das hier. Daten nehmen. Und Daten nehmen. Ich muss gleich erstmal die Daten wegbringen, weil... bisschen nervös. Weil das Problem halt ist, dass er hier... Wenn das Ding umkippt, jetzt haben wir ein ganz großes Problem. Daten herunterladen, komm. Kann man eigentlich auf der Oberfläche, das habe ich bisher noch nie gemacht, kann man auf der Oberfläche dieses Ding benutzen? Ich glaube nicht, ne? Hui, runter. Komm runter. Da willst du hin. Stehen bleiben. Du fällst bitte nicht um. Stehen bleiben, ja. Und hier Daten sammeln. Daten entfernen und wiederherstellen. Haben wir das? Ja, ich glaube, ja. Komm, hoch, hoch. So, ist hier IWA-Forschung durchführen. Wo führt er sie denn jetzt durch? Nein. Was macht er denn da?
Ach, er ist jetzt der Meinung, er ist in der Nähe von Eve. Im Weltraum in der Nähe alles von Gilly, alles klar. Ja, wunderbar. Runter. Schub. Ist so ein Schlinz. So, und jetzt ist er hier der Meinung, er ist in der Nähe von. Naja. Was machen wir? Eine Oberflächenprobe nehmen. So. Ja. Flagge aufstellen tun wir noch nicht. Wenn wir jetzt hier einen Forschungsbericht machen. Ne, eine IVA-Forschung durchführen. Gilt das dann als. Ja, wir müssen das alles nochmal machen. So. Nochmal rein und dann müssen wir nochmal raus. Runter. Aber sie scheint relativ gut zu stehen. Oder? Ja. Sieht eigentlich gut aus. So, erstmal rein. Swups. Und im Prinzip wieder raus, sobald ich den hier sehe. So. Was wollte ich denn jetzt machen? Achso, jetzt wollte ich hier die Daten rausnehmen. Oder? Wollte ich die? Ich weiß nicht, ob ich sie schon gemacht habe. Super, wenn man überhaupt kennt. Mache ich sie halt nochmal. Einige werden dann verworfen werden. Ist aber nicht so wild. So, nehmen wir nochmal raus. Daten sammeln. So. Und hier, das hatten wir, glaube ich. Das hatten wir. Achso, Daten nehmen. So. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal gemacht haben. Ich mache es jetzt einfach nochmal. Keine Ahnung. Toll, wenn man Gedächtnis hat wie ein Sieb. Und das hier geht aber, glaube ich, nicht, oder? Ne, das geht hier. Das geht nicht. Okay, haben wir nicht vergessen. So, und jetzt das da, glaube ich, ne? Ach, oder hatten wir das schon gemacht? Ich glaube nicht. Ich glaube, auf der Oberfläche hatten wir es nicht. Wir haben halt nur die Daten aus dem Raum rausgenommen. Jetzt mal aufhören, hier rumtun. Wursteln. So, jetzt kommt noch der Oberflächenbericht. Bob, so. IVA-Bericht und die IVA-Forschung. Jetzt mit dem Golfball, der müsste ja bis, ja, gegen das Raumschiff, genau. Haus gegen das Raumschiff, das ist okay. Klong! Jetzt kippt's um. So. Ja, nehmen wir. So. Boing. So, jetzt müssten wir aber alles haben. Und ich will eigentlich doch nochmal zum Weltraumzentrum. Weil eventuell gibt es ja noch den einen oder anderen Auftrag, wobei es den eigentlich immer dann erst gibt, wenn ich mich. Na? Hältst du mal da fest, bitte? Danke. So, ja, ich weiß, wegschmeißen. So, jetzt müssten wir hier eigentlich schon eine ganze Menge haben. Wir haben noch keine IVA-Berichte aus dem. Also IVA und IVA. Doch, IVA-Experiment. Aber ein IVA-Bericht hoch über. Oder haben wir den auch schon? Ich glaube, den haben wir auch schon. Ich bin mir nicht sicher. So, wir können ja mal Folgendes machen. Wir machen das mal an. Gucken mal, ob hier noch was drin ist, was wir schicken können. Behalten wir. Ich höre ja schon auf. So, den senden wir. Und den eigentlich auch, ne? Und gesendet. Sehr gut. Behalten wir. Senden wir. Behalten wir. Ja, und das war's dann. Damit hätten wir alles gesendet, was es zu senden gibt. Und jetzt riskiere ich es mal. Ich speichere mal. Und ihr seid Zeuge. Ja, es steht sicher und, naja, was man so als sicher bezeichnet. Wir gehen mal ins Weltraumzentrum. Und wenn wir jetzt gleich zurückkommen und das Ding ist explodiert oder weg, dann gilt das nicht. Weil, wie gesagt, wenn etwas ohne Landebeine auf einer Oberfläche steht, dann muss man immer so ein bisschen aufpassen. Bringe einen Teil Satellitenumlaufbahn Körben, von Infrarot, schieße Bau eines Rovers, Oberfläche Minmus, Eik, ja. Infrarot, das erkunde Gilly. Was sollen wir machen? Wir wissen insgesamt nur sehr wenig über Gilly. Lass uns versuchen, etwas mehr herauszufinden. Aber wie? Tausche Crew zwischen Raumfahrzeugen in der Nähe von Gilly aus. Wir haben aber nur ein Raumfahrzeug. Okay, das ist blöd. Kehre aus der Umlaufbahn nach Körben zurück. Das könnten wir hinkriegen, aber die Crew. Was meinen die denn mit Crew austauschen? Ich
Nee, das geht nicht. Wir haben nur einen. Minmus Körben. Schmeiß das mal ab. Den kann man gar nicht wegschmeißen hier. Wissenschaftsdaten von der Oberfläche von Ei. Kann man da was gelassen? Nee, haben wir nicht. Zack. Flagge auf Duna. Zack. Was gäbe ich dafür, wenn wir irgendwas mit Gilly oder von Körb oder von... Na, es wird noch kommen. Ich glaube, jetzt wird er stinkig. Okay, dann eben nicht. Bringen wir halt nach Hause. So. Pass auf, jetzt müssen wir mal gucken, ob das Ding noch steht. Vorsicht, 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 bitte, 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 bitte. Steht noch. Alles gut. So, jetzt stellen wir noch eine Flagge auf. Und dann gucken wir nochmal ins Zentrum, weil manchmal, wenn man eine Flagge aufgestellt, ich weiß es nicht, warum, was der Grund da ist, dann gibt es dann auf einmal doch noch ein Event mit Stelle die Flagge auf, wenn man eine Flagge aufgestellt hat. Das ergibt keinen Sinn, ich weiß. Oh, Moment, wir haben ja noch unsere, unsere Forschungseinheiten, die müssen wir auch noch aufstellen. Oh, aber trotzdem stellen wir jetzt mal eine Flagge auf. Flagge aufstellen. Bob, unser Experimentator. Oder ist es Bill? Nee, es ist Bob. So, Bob oder Bill, das ist mir einerlei. Ja, ne? Würde ich mal sagen. So, jetzt müssen wir noch... Bill, glaube ich, also den Ingenieur holen und dann ganz, das ganze Kladderadöns hier aufstellen. Das kann auch noch mal ein bisschen dauern, aber das könnt ihr ja ab. So, rein da, komm. Und plong. So, rein. Wir nehmen unseren, warte mal, wir machen mal Folgendes. Was ist das für ein Scheißendreck? Aber gerade so ein Problem. Aber das wird hinhauen, warte mal. Techniker Iva. Der Techniker, der lässt mal los. Jettet runter und stellt natürlich die Experiment. Oh shit, die sind ja oben. Ach, das wird jetzt wieder so ein Akt. Super. Warte mal, dafür machen wir mal das an. Jetzt müssen wir hier. Super. Jetzt müssen wir hier mal rauf und runter fliegen. Oh, da stehst du gut. Mach mal den Fallschirm, den brauchst du definitiv. Das Jetpack brauchen wir aber. Shit. Wenn ich hier springe, lande ich leider am sonst wo. Ich kann das Jetpack nicht. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Kann man sowas eigentlich wegschmeißen? Also komplett wegschmeißen? Warte mal, wir spielen mal. Nee, da. Warte mal, wo habe ich das jetzt? Wo ist denn das jetzt? Hilfe! Das ist alles durcheinander. Nein, da. Hilfe! Irgendwo habe ich jetzt eins rausgenommen, wo jetzt keins rausgenommen werden sollte. Kann man das irgendwie abbrechen? Ich will das abbrechen. What? Tetris! So, warte mal, was habe ich denn jetzt? Okay, ich habe wieder die normalen Sachen dabei. So, Moment, ich habe das gleich. Das wird aufregend. So, was habe ich denn überhaupt jetzt drinne? Den Fallschirm, ich will den dusseligen Fallschirm loswerden. So, packen wir den da rein, das müsste jetzt weniger sein.
Nicht Helm entfernen. So, ich bin den Fallschirm losgeworden. Wie viel Liter hat der? Keine Ahnung. Das Problem ist, soll ich versuchen, das Jetpack loszuwerden? Das Problem ist, wenn ich das Jetpack loswerde. Ich will das wegschmeißen. Man müsste etwas wegschmeißen können. So, ich habe jetzt mein Problem ist. Warte mal, ich teste das mal kurz aus. Habe ich noch mein Jet? Ja, habe ich. Kann das irgendwie wegmachen? Nein, kann man nicht. Jetzt ist es zu spät, ob ich mein Jetpack noch dabei habe. Jetzt werden wir es gleich sehen. Ja, haben wir. Hoppala. So, ich guck mal kurz, was passiert, wenn ich hopse. Das Problem ist nämlich mein Jetpack. Clouds, sehr schön. Ah! Kontrolle, danke. Und das hier, kann man das bitte wieder wegmachen? So, jetzt ist es weg. Wir haben da noch so ein paar kleine Bugs drin, würde ich mal sagen. So, wenn ich jetzt Jetpack ausmache und springe, wo fliegt er dann hin? Fucking weit nach oben. Der hört ja nicht mehr auf. Also ihr seht das Problem, ne? Wenn ich ohne Jetpack fliege ich sonst wohin. Ich kann natürlich eins probieren, warte mal. Ich probiere mal den. Ich will nur sehen, ob ich ohne Jetpack wieder an Bord komme. Und zwar, wenn ich mich direkt unter die Düsen stelle. Bumm. Nee, das geht. Das geht auch nicht. Okay. Ihr seht das Problem. Wir müssen irgendwie. Nein, es hilft alles nichts. Es hilft alles nichts. Moment. Es hilft alles nichts. Geh mal rein da. Reicht uns das oder reicht uns das nicht? Das ist halt die Frage mit dem Treibstoff. Oh, Entscheidung, Entscheidung. Ich kann auch keine Entscheidung. Warte mal, können wir hier nicht irgendetwas umbauen? Was ist, wer ist das? Bill ist das, ne? So, wenn Bill hat ja das Ding schon. Hat er das Ding schon abgelegt? Kann er das. Das geht da nicht rein, ne? Ne, das geht nicht rein. So, jetzt ist er zu schwer. Der doofe Bill ist zu schwer. Es ist alles nicht so grün. Also das Jetpack muss weg. Das Jetpack muss weg, sonst klappt das nicht. Dann muss es halt weg. Dann ist es halt so. So. Dann packen wir es halt weg. Wir packen es jetzt. Ja, pass auf. Dann ist es halt so. Blödes Tetris. Es bietet sich halt immer an, irgendwas zu haben, was man austauschen kann. So, komm mal runter hier. So, wir tauschen das jetzt. Wir nehmen das jetzt tatsächlich raus, hier das Jetpack. Es wird ein riesiges Problem, aber wir werden es jetzt mal machen. So. Und jetzt kommt der Todessprung. Ich werde das bereuen, was ich jetzt mache. Ah! Du lauf doch mal. Das Problem ist, er ist so gar nicht. Ohne Jetpack ist er so gar nicht. Jetzt bricht er gleich die Solarzelle ab. Wo läuft er denn hin? Fragezeichen. Runter. 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 Runter! Runter? Oh Gott, er ist in der Umlaufbahn, genau. es tut mir leid, diese Folge wird etwas länger. Nein, das kann ich nicht machen. Das geht nicht. Das können wir nicht. Nein, das. Wisst ihr, wie lange ich brauche, bis ich alle Teile aufgestellt habe? Das können wir nicht machen. Nee, jetzt müssen wir anders machen.
Vor allem, jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, wie kommt er an sein Jetpack so wieder ran. Das geht so nicht. So, stell mal kurz das Ding auf hier. Und hör auf rumzufliegen. Er fliegt schon wieder. Nein, das geht so nicht. Wir brauchen unser Jetpack. Das funktioniert so nicht. Runter! Alter! So, du stellst jetzt dieses Ding auf. Das du komischerweise nicht dabei hast. Wo ist es? Ich werd bekloppt hier. Nee, wir machen es ganz anders. Wir machen es anders. Wir... Wo habe ich das Ding hingepackt? Wessen Jetpack habe ich da jetzt? Ach, das ist von Valentina. Ja. Gut. Nein, wir machen es jetzt anders. Komm. Das erste, was wir machen, ist folgendes. Was? Überkreuz? Achso, entkoppeln. Hui! Wartet. Nein. Ist das, ja, warte mal. So, pass auf, Moment. Warum steuert er denn? Ach so, Scheibenkleister. Ich habe ja ganz vergessen, dass der falsch rum. Scheibenkleister. Okay. Wartet, ich hab's gleich. Warum ich hier rumümmel? Ich kann nicht lenken. Ich will das Ding eigentlich nur auf der Oberfläche absetzen. Ach, ist ja toll gemacht, Flick. Uiuiui. Uiuiui. Steuern kann man es auch nicht. Warum? Weil wir keinen Kontakt zu Houston haben. Super, sehr gut. Dann wird das jetzt halt ein Stück Müll. Aber ich warte mit dem Ausfahren der Antenne. Sitzt. Sehr gut. Haben wir jetzt Kontakt zu Houston? Jetzt haben wir Kontakt zu Houston. So, jetzt kann man das ja nicht... Warte mal. So, ich habe ein bisschen gelenkt und werde jetzt dagegen scheppern. Ja, nein! Boing! Ja, das war ganz toll. Beste Art, Satelliten abzusetzen ever. Wird auch nie wieder runterkommen. Oh Gott. Rotation! Rotation, mein gutes da. Du bist so ein Schlenz. Hast du so toll gemacht. Na ja, gut. Komm, dann lassen wir ihn jetzt, egal wie er hinfällt, wir lassen ihn so liegen. Ich hoffe, eine Solarzelle bleibt ganz. In den Stein reingeklippt. Sehr schön. Kommst du da wieder raus? Wäre geil. Danke. So, bremst. Zumindest ist das Ding nicht rund, es rollt nirgendwo hin. So wäre ganz gut. Möchtest du so bitte anhalten? Er bewegt sich noch sonst wohin, keine Ahnung. Aber ich glaube, da können wir den Satelliten lassen. Da ist er gut aufgehoben. Oh Gott. Bleib liegen. Bremst mit der Solarzelle. Hier, und in den Boden stemmen. Ja, so, wenn nicht, rollst du halt da runter. Ich glaube aber, wir lassen es mal so. So, der Satellit ist auf dem Weg ins Tal, keine Ahnung. Und wir machen jetzt in der Tat Folgendes. Wir sind ja fast da. Ich pfeife jetzt mal auf das Zeug hier und sage mal, entkoppeln. Hoffentlich. Ja, ist eine gute Idee. Okay, keinen Schub geben. Wir machen mal kurz. Hat er irgendwie nicht gemacht, ne? Hat er irgendwie gar nicht gemacht?
Du solltest es trennen. Ich entkoppel das jetzt mal. Ja, so, so war gut. So. Oh shit, bisschen viel Müll. Retrograd. Bremst mal kurz. Hui, da fliegt auch das Ding weg, das ist viel besser. Wir fliegen mal ein Stück zur Seite, ja, also vielleicht dahin. So, damit, obwohl eigentlich hätten wir hier bleiben können. So, jetzt wieder runter, bitte. Fliegen wir runter, ja. So. Jetzt fliegen wir genau auf diesen Stein zu. Natürlich ein bisschen blöd. Ein bisschen darüber, bitte. Ja. Salto. Machst du gut. Vorsicht, Vorsicht, mein Freund. Ja. Und richtig hinstellen, bitte. Was ein Akt. Was ein Akt. Und das alles nur, ich nenne diese Folge Kapriolen auf. Kapriolen auf Gilly. So. Können wir uns jetzt bitte. Ah! Oh. Lass es doch. Mal ganz kurz gucken. So. Jetzt bitte stehen. Danke, was man so als stehen bezeichnet. So, jetzt können wir den ganzen Mist auch machen hier. Techniker, Iva, das war vielleicht ein Akt hier. So, jetzt können wir ihm nämlich. Ne, geh erstmal runter. Komm, lass erstmal los. So, runter. Jetpack. Oh! Lass mich bitte rankommen. Ja, danke. Okay. So, jetzt packen wir das hier rein. Und zwar für das Ding. Ich weiß, jetzt haben wir kein Jetpack. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Geh mal ganz, so ganz wenig. So. Und ich werde auch gar nicht weit laufen. Hier stellen wir das Ding auf, in der Hoffnung, dass der Blast es nicht wegholzt. So. Jetzt schwebt es in der Luft. Kommt es auch wieder runter. Diese Dinger sind... Ha, hier sieht das Problem. War da noch eins? Nein. Das heißt, wir gehen jetzt hier rüber. Oder können wir da schon so ran? Geht das? Es geht tatsächlich. So. Das ist natürlich extrem blöd jetzt. Sag mal, kann ich das mal anschubsen, bitte? Komm, stell dich mal hin. Ja, das war nicht so gut. Super! Aber es steht. Warte. Jetzt! Ja. Ha. Okay. Kann es sein, dass Ike einfach nicht geeignet ist für. Dass Gilly nicht geeignet ist für solche Spirenzien? J und L drehen. Was ist denn J und L? Warte mal. Nee, das bringt auch nichts. Alles nix. Das jetzt platziere. Komm, sitzt. Ah, es sitzt, Gott sei Dank. So, das Kommutron sitzt. Oh, shit. Das war nicht geplant. Das Problem ist, jetzt haben wir... Oh! Komm runter, ich habe ja kein Jetpack. Ich hasse Gilly. Gilly ist ein... blödes Mistding. Tschüss, ich flieg denn mal nach Hause.
Ich lasse das gleich. Gleich gehe ich einfach zurück an Bord, wenn der jetzt hinfällt, gräulig. Da er steht. Lauf vorsichtig, Junge. Guck mal, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Bloß keinen Impuls nach oben geben. Das Problem ist, da geht es auch noch abwärts. Wenn ich da ins Fallen gerate, bin ich unten im Tal. Speicher mal. Hat ja kein... Was die bräuchten, wäre so... Naja. Pack doch deinen Fallschirm aus. Nein, ich bin gesprungen. Nein. Nein. Naja, zum Glück nicht so weit. Sieht nach einem guten Sprung aus. Ganz ehrlich, ich lasse es gleich. Mann, kommst du wieder runter? Ich lasse das gleich. Ich pfeife auf die... Komm, so nötig haben wir es nicht. Das sind nur wissenschaftliche Daten. Alter. Das Problem ist, wenn ich da jetzt ins Trudeln gerate. Nein! Du hör doch auf! Einen Fuß vor den anderen. Was macht Bob da draußen? Ich weiß es nicht. Weitsprung. Ich schnall mich gleich an das Ding und flieg nach Hause. Ja! Ich muss es so machen. Ich muss es wirklich so machen. Guckt euch das an hier. Ich kann natürlich volles Risiko gehen und auf die Raumkapsel zuspringen. Wenn ich auf die Raumkapsel zuspringe... Dann kann ich mich dran festhalten, vielleicht. Nein! Das war viel zu hoch. Ich hab die Faxen dicke. Ich lade das Ding jetzt neu, wo ich. Also, ganz ehrlich, das ist der Punkt, wo ich sage, nein. Wenn die Spielmechanik mich zu. Ich probiere jetzt mal was. Bung, ich springe aufs Raumschiff zu. Hui. Also ich bin jetzt nicht gesprungen. Keine Ahnung, was das war. Der Satellit. Wenn du da drüber springst, Junge. Ich hau dich so tot. Nein! Du triff! Nein! Nein! Ja! You! Ich krieg die Krise. Im Vorbeiflug hat man ihm das Jetpack in die Hand gedrückt. Und er ist... darauf ein Kaffee. Schade, ist leer. Ja, Wollingen. So. Zurück zum Thema. Contenance, mein junger Freund. Contenance. Nein, du hast ein Jetpack. Jetzt benutze es auch. Warum benutze es? Ich pfeife jetzt auf die Daten. Ganz ehrlich, ich verpiesel mich jetzt hier. Oh, nee. Das ist mir... Das ist doch Schweinegrütze. Wo habe ich denn jetzt das Jetpack rausgerupft? Ich weiß es nicht. Pfeife ich jetzt da drauf? Wer ist Bob? Bob ist Bill. Das geht da nicht drin, ne? Ne, geht natürlich nicht da rein. So. Eieiei. Ich guck nochmal ganz... Das war ein Akt sondergleichen. Ja. Ich hab das Grinsen immer noch im Gesicht. Eik, Oberfläche, Eik... Kunde Gilly, ja, das ist dieses Blöde von Mippen, ja. Wir haben schon 2,2 Millionen, warum haben wir so viel Geld? Ich weiß es nicht. Was ist das alles für Trümmer? Ach so, das liegt auf dem Boden, das sind die Photovoltaiken, okay. Aber ich würde das so gerne da abliefern, das geht doch nicht. Ich versuch's einmal noch.
Einmal versuche ich es noch. Und zwar, das muss ganz sanft sein. Passt auf. Einmal noch. So viel Zeit muss sein. Iva. Nein, das ist der falsche. Iva. So. Du, mein Junge, hast ja jetzt ein Jetpack, ja. Außerdem hast du dieses doofe Ding. Das kannst du jetzt hier reintun. So. Das brauchst du ja eigentlich nicht mehr. So, das kannst du da nicht reintun. Geht nicht, nein. Und das ist im Inventar von irgendwem. Keine Ahnung. Ach, das ist von Valentina. Okay, pass auf, wir lassen jetzt mal los. Jetpack runter. So, ich bewege mich jetzt einfach gar nicht. Ich stelle mich nur hier hin, wo ich rankomme, überall. Ich guck mal kurz, ob ich rankomme. Da komme ich ran. Ich komme jetzt überall ran. Dreh mich einmal um 180 Grad. Ich dachte, ich drehe mich um 180 Grad. Naja, um 90, so. Und jetzt stelle ich das nur auf. Ich mache nichts weiter als das Aufstellen, ja? So. Dann, ich weiß nicht, ob es den Landeanflug überlebt. Wir werden es gleich sehen. So. So, jetzt packe ich das mal kurz dahin. Nur aufstellen, bloß nicht bewegen, mein Freund. So. Stell dich hin! Steh! Das wird so wegfliegen. So, ist das Ding mit dem Kommutron verbunden? Ich weiß es nicht. Ich stelle das Ding nochmal auf hier. So. Da steht es ja so gar nicht. Das ist. Nee. Da so. Komm. Steh. Steh. Ja, die Wetterstation ergibt hier natürlich überhaupt keinen Sinn, aber gut, jetzt ist er halt da. Die Wetterstation aufgestellt. Super. Nur ein bisschen, ganz klein bisschen laufen. Komm, lauf, vorsichtig. So. Jetzt da lang. Vorsichtig. Nein. So. Was ist Ditte? Das ist, glaube ich, die Hauptstation. Ne, Ditte ist die Wetterstation, die natürlich auch keinen Sinn ergibt, aber gut. So, und jetzt brauchen wir problematischerweise halt noch Solarstationen. Ich hoffe, dass er das jetzt hinkriegt, die Solarstation da aufzustellen. Guck mal, man kann sich auch bewegen, indem man sich einfach bewegt. Ne? So, jetzt stelle ich dich hier, komm, hör auf mit dem Murks. Nee. Nein! Steh doch! Wieso nicht steht? Wieso nicht stehen möchte? Stell ich sie hier hin? Die weigern sich. Ich hab eine Idee. Warum geht das nicht? Da geht's. War. Direkt unter der Düse. Das ist eine sehr gute Idee. Unter der Düse. Die Dinger werden so wegfliegen, wenn ich hier fertig bin. Ganz kleine Schritte, komm, ganz kleine. Okay, wir müssen ja nur eins, glaube ich, zum Arbeiten kriegen, dann ist okay. Eins. Ja, einer, okay. So, haben wir jetzt Strom. Da ist die Sonne, das ist genau die andere Richtung, danke. So, wie viel Strom produziert das Ding jetzt?
das hätte jetzt Strom? Nein, warum nicht? Warte mal, das ist die... Das ist unsere Kontrolleinheit, ne? So, Strom erforderlich 3. Und das Ding ist irgendwie, das ist nicht verknüpft, oder wie? Versorgt, Energiestatus, Modul, eingesetztes Modul, Warnmodul aktiviert. Verbunden. Also eigentlich ist es verbunden, aber es ist irgendwie auch nicht verbunden. Keine Ahnung. So, haben wir jetzt hier noch was drinnen? Nein, haben wir da noch was drinnen? Und da hinten werde ich nicht rankommen, oder? Nee, okay, das heißt, wir müssen uns noch ein bisschen... ...in die Richtung bewegen. So, theoretisch müsste er jetzt eigentlich Strom haben, aber hat er aus irgendeinem Grund nicht. Verfügbare Leistung 0. Keine Ahnung, weil das Ding nicht verbunden ist, fürchte ich. So, wir holen uns mal noch eine Stromeinheit. Haben wir nicht mehr. Also das ist mein Jetpack. Ich glaube, das war's, ne? Mehr haben wir nicht. Doch, wir haben noch oben... So, ich habe mein Jetpack wieder. Das heißt, ich darf springen, jo. Jetpack an. So, wir holen uns mal hier draus noch eins. Ich habe noch eine Idee, wie wir die eine Stromeinheit da noch zum Laufen kriegen. Also das ist ein Akt hier. So. So, also ich pack das mal ganz kurz hier unten rein, ja. So. So, runter. Ich versuche mal noch was. So, ich kann da jetzt hier reingreifen, ne? Ja. Ich kann da jetzt auch hier reingreifen. Ne, kann ich noch nicht. Moment. So, kann ich jetzt hier reingreifen? Nein, kann ich jetzt hier reingreifen? Ja. So, du nimmst mal dein Jetpack und packst es bitte mal hier rein. Dafür nimmst du das Ding raus. So. Und das stellst du jetzt auf. Nein, das stellst du jetzt auf. Steh! Nein, es weigert sich. Oh, jetzt geht's. Jetzt haben wir da ein bisschen Saft drin, glaube ich. Das Ding hat noch keinen Saft. Hat leider immer noch keinen Saft. Ich weiß nicht, warum die Dinger nicht verbunden werden. Ehrlich gesagt, das Ding können wir... Ist verbunden. Erzeugte Energieeinheit. Warum erzeugen wir keine Energie? Ich habe keine Ahnung. Ich stelle das letzte jetzt noch auf und verdünnisiere mich hier. Das ist ein Akt sondergleichen. Dieses Rumgemurkse auf Gilly. Ist mir komplett. Genau so. So, jetzt hole ich mir mein Jetpack wieder. Und mache die Flatter hier. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. Der müsste jetzt sowas von Strom haben. Verfügbare Leistung 16. Achso, ich glaube, jetzt funktioniert es. Jetzt, okay, jetzt funktioniert. Funktioniert das Ding jetzt? Achso, es ist alles in Ordnung. Da steht es ja auch. Okay, wir produzieren das hier. Wir haben einen Kommutron. Es ist alles gut, es ist alles gut. Wir können uns verdünnisieren. Ich habe mich nur verguckt. So. Und nach diesem Akt, liebe Freunde, verdünnisieren wir uns hier. Und hoffen, dass wir mit dem Treibstoff hier noch nach Hause kommen. Sollen wir ein allerletztes Mal greifen? Sollen wir ein allerletztes Mal in den Auftragsstatus gucken? Mach ich mal ein allerletztes Mal. Weltraumstation. Ne, Zentrum. Ihr wisst, was ich meine. Boah, ist mir anascht. so. Ike. Gilly, nix. Okay. Ich will was mit Gilly. Stelle eine Flagge auf Eve auf. Das will ich jetzt nicht. Was? Umlaufbahn um die Sonne. Ich hole jetzt keinen Schrott aus der Sonne. Nein. Oberfläche. Nein, das hilft ja alles nix.
kriegen nichts mit Gilly, also raus hier und zurück. So, jetzt versuche ich ganz sanft abzuheben, sodass diese Kiste halt nicht sämtliche... Ich sehe gerade... Ich nehme schon viel zu lange auf, aber gut. Ihr habt kein Problem damit, ne? So, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Na, komm. Jetzt stehen sie auch alle. Sehr schön. Vorsicht. So, dahin. Da müsste ich jetzt Schub geben können, ja. Okay. Mann! Ich glaube, das war eine der längsten Gilly-Missionen, die ich so in der letzten Zeit überhaupt irgendwann jemals gemacht habe. Müsste schon reichen, glaube, wir sind schon in einer mehr als in einer. Alles klar. So. Wir haben sogar schon eine. Nee. Verlassen wir Gilly schon? Nee, ne? Also wir verlassen Gilly, aber verlassen wir das Eve-System? Zeigt er mir aus irgendeinem Grund nicht an. Egal. In 39 Minuten. Komm, beweg dich mal. Können wir in den Zeitvorlauf gehen? Nee, können wir nicht. Erst, unter 8000 Meter geht's nicht. Okay. Wie es weitergeht, liebe Zocker und YouTuber, seht ihr beim nächsten Mal. Nach dieser wahnsinnigen Gilly-Mission. Das war eine Heidenspaß. Wie auch immer, ich sage danke fürs Zusehen. Bis dann, euer, ich weiß gar nicht, ob wir damit nach Hause kommen, Mr. Fleck. Tschüssi.